Wir sind hier im Cashino weiterhin auf der Suche nach den Gewinnmarken, die wir anschließend in Pages umtauschen können. Haben im letzten Part schon ordentlich was erreicht, auch diesen Golfplatz absolviert. Und was ich zu meinem Entsetzen feststelle, ist das, was wir im vorletzten Part schon erledigt haben, nämlich die Federn da im Brunnen zu finden und einzusammeln, dass es einfach nicht gespeichert wurde offensichtlich. Also da war damals eine Aufnahmesession beendet und ich frage mich jetzt auch, warum, was zum Teufel? Muss ich wohl wieder einsammeln oder ist es nicht derselbe Brunnen? Warum wurde das denn nicht gespeichert? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Müssen wir nur mal ranklotzen. Schade, Marmelade. Aber eins nach dem anderen. Das läuft uns nicht weg. Der Brunnen ist easy erreichbar. Wenn wir schon mal so weit oben sind, dann würde ich auch gerne... Es muss doch irgendwas hier noch... Ich muss hier doch bestimmt hin mit meiner Verwandlung. Ich bin bestimmt so ein Reparatur... Meister oder ein Wagen, so ein Werkstattwagen, keine Ahnung. So. Aufwind. Warum sind da so, naja, ich würde sagen, altägyptische oder antike Zeichen an der Wand? Oh, guck mal, ich habe was gefunden. Hey, du hast einen von uns Energiestreckern gefunden. Höchste Zeit. Wir werden deine Energieleiste vergrößern. Wirklich? Das ist nice. Dankeschön. Prima. Du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Alles zu seiner Zeit, meine Liebste. Meine Teuerste. Oh nein, Kartos. Das kann ja heiter werden. Und was gibt's hier? Wie kann ich mich irgendwie... Achso, ich aktiviere das so. Ja, wen will ich denn haben? Yuka. Zählt das so? Ach, es geht ja eh weiter. Verstehe. Man muss sich die so zurechtlegen, dass die komplett zusammenpassen. Hä? Und wie kriege ich das jetzt wieder aktiviert? Momentchen. Aha. Doch, doch, I get it. Was, wenn ich hier den Banker mache? Ich sehe den und den. Das hält es ein bisschen an, ja? Jetzt sind die in etwa gleich. Ah, ein bisschen verschoben. Wenn ich den jetzt auch ein kleines bisschen... Kann man gelten lassen, oder? Warte... Hohoho! Und auch das wieder ein halbes Pagey wert. Also für 10 Gewinnmarken gibt es ein Pagey. Gut, dann drücken wir uns nicht. Kartos zum vierten. Howdy Leute, freut mich, dass nicht nur ich Spaß an einem sündig schönen Urlaub im Capital Casino habe. Wenn Frau Kartos wissen würde, dass ich hier eine Clubtour mache, gäbe es Ärger ohne Ende. Ich dachte eigentlich nicht, dass man als Bergarbeiter in solche Orte reingelassen wird. Nee, du, mich hält nichts ab von meinem Spaß. Also, wie wär's mit der Fahrt? Klaro. Wir sind bereit, Kartos. Die Gleise rufen. Yippie! Und anschließend feiern wir mit ein paar Runden im wilden Weinfass. Das überlegen wir uns noch. Auf dieser Tour braucht ihr 150 Edelsteine, damit ihr ein Pagey bekommt. Alles aufsitzen. Soll ich euch die Steuern erklären? Nee, passt schon. Gibt's hier jetzt wirklich ein Pagey oder 10 Gewinnmarken? Ich glaube, da gibt uns gar ein Pagey. Das wäre das Erste. Wobei wir unsere Gewinnmarken schon längst hätten umtauschen können. Okay, ich muss Gas geben, hab's geschnallt. Oh, Alter, das wird... Das wird ja schwierig, aber woher soll ich es jetzt wissen sollen? Ich hoffe, die Richtung zeigen war wahrscheinlich, ja. Es braucht den richtigen Zeitpunkt. Es sieht immer so blamabel aus, ne? Das tut mir leid. Weißt du, Rextro haben wir nur in der ersten Welt gehabt. Bakautos sind allen vier schon. Hör! Oh Mann! Speedet doch! Es geht nicht, wenn man gespeedet hat, dann geht das so einfach nicht mehr. Alter! 150 Dinger, was ist bei dir los? Kartos!
the fuck? So. Naja, er lebt doch. Er lebt doch. Er lebt doch. Ja, er lebt doch. Und dann ist einfach so, wo soll ich das wissen? Ja, joho. Joho. Der regt mich auf. Ja. Und immer wird das gequatscht. Willst du nochmal? Ja. OMG. Das kann ja was werden hier. Hat uns wieder was abgezogen, ne? Das geben nicht bremsen an der Stelle. Egal, es war eh keine gute Runde. Oh je. Wenn ich dran denke, 150 Bilder. Was soll man da alles perfekt machen? Was ist bei ihm kaputt? Musst du mir nachsehen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Try and Error betreiben. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich den einen bekommen habe. Uiuiui. Schade. Wirklich schade! Mann, sind die gemein! Das ist doch viel zu schnell! Für solche Scherze. Unten hätte ich auch bremsen müssen, um hinzugelangen. Ja. Gemeine Halunken. Try and Error. Ich erstmal sehen, wie das genau alles funzt hier. Wird dann am Ende auch ein Schuh draus. Ist das hier unendlich? Nee, das ist Ziel. Trotz blamabler Leistung. Knapp ein Drittel. Ich muss einfach die Passagen besser auswendig lernen. Guck. So. Na, ich weiß nicht, das ist mir zu risky. Ich habe ihn nicht bekommen, ne? Was sagen, das gleicht sich ganz gut aus. Man kann ja nicht dauerhaft bremsen, es geht nur für einen kurzen Moment, ne? Ich hoffe, das ist klar. So, jetzt haben wir fast so viele, wie wir eben am Ziel hatten. Hätte ich speeden müssen, ja, aber das war noch nicht möglich. Ah. Ich zweifle, dass es reicht, aber ich würde mich auch freuen. Das ist schon. Ich steigere mich. Was bleibt mir übrig, ne? Oh mein Gott, ich bin nur ein Mensch, keine Maschine. Das ist kein THS und kein Perfect Speedrun. Das ist ein normales Let's Play. Denn ihr seid hier bei Let's Play Markus. Der macht Let's Plays. Oh, leck mich doch an der Kniescheibe. Ja, ich habe mich zu oft treffen lassen, das ist richtig. Du, ich krieg das Ding nicht. Warum denn nicht? Er sollte auf den einen nicht bestehen. In der Luft. Muss auch verzichten können. Eben, das war schon gar nicht ganz... Also das schon, aber das davor, das war nicht so ganz so schlecht. Nur weniger Treffer kassieren. Hier wollte ich überhaupt nicht speeden, by the way. Das ist... Ah, da muss man wirklich bremsen. Die wollen da bremsen. Okay, okay, okay. Ich lerne dazu. Auf jeden Fall schon mal ein harter Knochen, dieser Kratos. Mit Ansprüchen. Er weiß, was er will. Aber das weiß ich auch. Pages und Gewinnmarken. Jetzt mal Konzentration. Schön bremsen. Jawohl.
Doch bis hierhin schon mal eine saubere Runde, möchte ich meinen. Ah, gib Gas! Ja! Ich glaube, okay. Aber das war viel wert. Oh yeah! Da nicht irritieren. Das nehme ich mit. Oh mein Gott, das ist so gut. Und hier nicht bremsen, weil sonst fehlt euch die Möglichkeit hier. Leute, bester Versuch mit Abstand. Da werde ich auch schon mal nervös, ich merke. Aber wir haben es trotzdem bald. Oh mein Gott, mach jetzt keinen Scheiß. Da habe ich gegen Ende noch so viele Fehler gemacht, ne? Aber dafür am Anfang ziemlich viel richtig. Boah, nochmal einen mitgegeben. Aber es reicht. Manometer, wieder eine erfolgreiche Fahrt. Ich bin da mal feiern. Lass mich raten, es geht in einen Club. Mitnichten. Darüber bin ich hinweg. Es war nicht mehr dasselbe, seit mir dieser Golfwagen das Herz gebrochen hat. Hey. Was zum... Halt, Sicherheitsalarm. In den Casino-Regeln ist eindeutig festgelegt, dass Pages nur vom attraktiven Bankhalter ausgegeben werden dürfen. Ihr sechs steckt in großen Schwierigkeiten. Wir sechs? Stellt euch bitte scharf, meine Sensoren spielen verrückt bei dem Licht hier drin. Es gibt da wohl ein Missverständnis. Vielleicht solltest du dich beruhigen und ausloggen. Mich ausnocken? Niemand darf so frech zum Sicherheitspersonal des Casinos sein. Bereitet euch darauf vor, obsolet zu werden. Hier endet euer Abenteuer. Dovi, empfindsamer, kurzsichtiger Superroboter. Oh, es gibt Bosskampf mit Kratos. Das gibt's ja nicht. Ich hoffe, ich muss die Kratos-Aufgabe nicht mehr machen, wenn ich ihn nicht bestehen würde. Kann ich dann speeden? Kann ich denn zu ihm? Auch nicht. Geschwindigkeit spielt im Moment keine Rolle. Komm schon. Hau deine Reflexe raus, Mann. Jetzt A, zu früh gesprungen, oder? Ja, zu früh. Und ich kann ihm so keine mitgeben. Wie machen das am besten? Hätte ich gar nicht gedacht. Lustig. So, warten, warten, warten. Jetzt. Ach so! I can shoot! Soll ich dann bremsen vielleicht? Und schießen, sehr gut. I can shoot with the Viereck! On my controller! What the? Erinnert mich an King K. Rool. In Donkey Kong Country 2, wenn er so... Hat gewehrt, aber ich glaube, ich habe auch einen eingesteckt. Ja, ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht packen auf Anhieb. Weil ich ja nur noch ein kleines Lebenspünktchen habe. Erstens war ich geflasht, dass hier jetzt der Boss kommt, unmittelbar nach der schweren Aufgabe. Ja, ja, komm, nochmal. Ja, ran in den Speck. Das war... Vielen Dank. Ich hatte wirklich schon Bedenken. Wollt ihr noch mehr emotional mitreißende Prügel? Kämpf weiter. Dovi. Was ist das, die Abkürzung, Mann? Aber cool. Kann man mal machen. Es hat uns trotzdem Energie abgezogen. Was soll ich mehr machen, außer bremsen und schießen? Ihn verletzt es ja offensichtlich. Oh, fuck. Ja. Bremsen, schießen. Jetzt hat es mich nicht getroffen. Sehr gut. Braucht geiles Timing, definitiv. Aber wie viel Treffer braucht er? Oh. Es ging ohne zu bremsen. Hey, trotzdem gibt er mir immer einen mit. Das ist ziemlich uncool. Toll, ne, das muss ich abstellen, definitiv. Das geht so nicht. Ich kann den Sachen zwar ausweichen bis dato.
Ja. War mir klar, dass er mich früher oder später so austricksen kann. Ach, warte mal! Das geht auch? Ah, ich kann aber nicht so häufig schießen. Verstehe. Kommst du jetzt? Vielleicht ist ja dein letzter Treffer so. Warum schießt du diesmal nach oben? Damit es jemand verklickern, warum das so ist. Ah, Junge. Er macht es trotzdem. Und bekommt die Quittung. Was zum... Komm, gib ein Eck irgendwo an. Psst. Jetzt seid ihr zu nah. Geht ein Stück zurück und bereitet euch auf Angriffsphase 2 vor. Ach komm, nicht dein Ernst. Was soll ich tun? Ist das awesome. Immer einen reinballern. Aha. Der muss nach unten. Aber dann geht er auch auf Speed. Und du sagst mir jetzt nicht, dass ich alles nochmal machen muss. Ich darf auch nicht bei Angriffsphase 2 starten, nein. Oh mein Gott. Da muss man sich seine Energie einteilen. Ja, voll übel. Aua, richtig hart. Und ich habe das Tonikum auf den... Ich hätte mehr Energiebehälter sammeln müssen. Energie hier ist das A und O. Na egal, muss halt ein bisschen besser sein. Was hilft's, ne? Mach ich dem ganzen Schmodder aus, wie sich das gehört. Wichtig ist, sich davor nicht treffen zu lassen. Das klingt mir auch schon ganz gut. Zu wissen, was er wann macht, ist auch Gold wert. Jetzt kommen die Doppelten. Hat halt was von King K. Rool. Ist halt so. Wie er aus seiner Büchse gefeuert hat ohne Ende. Nice! Perfekt bis hierhin. Der dritte Treffer. Oh mein Gott, das war falsch. Ja, ein Fehler gemacht. Aber geht trotzdem Angriffsposition, dass ich ihn erwischen kann. Nicht, dass ich es doppelt machen muss. Ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt ist dann vertretbar. Okay. Zum Beispiel jetzt lacht er und ich darf das Ganze nochmal machen. Ekelpaket. Okay. Habe aber leider schon sehr viel Energie verloren. Das ist übel. Big Dislike! Also hoffentlich nicht für mich, aber... für ihn! Wenigstens rentiert sich's. Wie viel Energie habe ich, wenn ich es angucke? Oh, nur noch 2 Schmetterlinge. Wir kommen so in Angriffsphase 2, aber ich glaube, eben hat mir mehr Power in dem Moment. Pass auf. So. Jetzt gucken. Weiß nicht, wie viel Zeit ihr dafür braucht, weißt du? So kann man das gut abschätzen. So. Der geht jetzt runter. Das Schlimme ist, der hat doch garantiert noch Überraschungen für uns parat. So wird's gemacht. Speeden ist vielleicht das falsche Rezept. So, frisch in der zweiten Angriffsphase. Und ich wollte sagen, ich habe noch 4 Schmetterlinge. Lüge, es sind nur 3. Es sind nur 2. Oh, scheiße, Mann. Da hatte ich es eben gerade doch so gut. Und Kontrolle, die. Das
unangenehme Situation hier. Einmal kann ich mich ja wirklich, wenn er antäuscht am Ende, über mich ergehen lassen. So. Na komm. Ja, Lex des Todes, die fehlen noch. Mit seinem Antäuschen wird er mich kriegen. Egal, ich gebe trotzdem alles. Kann man nicht vorstellen, dass nach dem Antäuschen nochmal groß. Das geht einfach schon viel zu lange. Ist alles. Komm runter. Als ob man nicht wüsste, wie das hier gerade funktioniert, weißt du? So, ich weiß jetzt, dass er antäuschen wird. Mir war nicht wohl dabei. Was passiert? Dritte Phase, warum nicht? Gib auf, du Stück Schrott! Ich bin der König der Gleise! Du bist nicht Nathan der Weise. Ein paar Raketen werden dir Manieren beibringen. Das kannst du nicht. Das ist doch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Was zum Teufel? 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 Wie lange geht das noch? Ey, nein, 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 nein. Ey, ja, die verletzen ihn selbst, ne? Oh, ich nehme schon mal einmal volle Kanne mit, ja? Ich habe einfach viel zu wenig Energie für den Arsch. Das kannst du nicht sein. Meine Konzentration lässt nach. Ich kann nicht mehr. Ich konnte auch schon nach dem Parcours so langsam nicht mehr. Der war echt anstrengend. Besiege ich den Boss in 5 verschiedenen Phasen und es reicht halt immer noch nicht. Zugegeben, die erste Phase ist für mich die schwierigste, finde ich jetzt, ja? Zweites an für sich einfach, habt ihr gesehen. So, jetzt möglichst früh springen. Er lacht. Was bedeutet gerade nochmal, ne? Unglaublich, 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 unglaublich. Mir fehlen die Worte. Oh Gott, das war knapp. Ich zähl's auch hier. Was soll man da groß machen? Wie viel habe ich? Noch 4. Ich glaube jetzt noch einmal hier in Phase 1. Und es klappt. Oh, Phase 1 geschafft. Ich krieg nicht. Ich kann nicht mehr reden. Ich krieg Kopfschmerzen. So. Jetzt hier keine Leben verlieren. Das ist ein Geduldsspiel. Grafik wohl ganz okay. Aber Grafik ist ja nicht alles, nicht wahr? Ich kann nicht warten, bis er anbraust. Die zweite Phase ist wirklich nicht so wild. Ganz normal springen, ganz normal warten.
Mhm. Jetzt mit genug Kerzen in die dritte Phase kommen. Dem mir auch jegliche Erfahrung oder Routine jetzt fehlt. Ich weiß nicht, was die sich vorstellen. Das ist halt echt viel, was man ausweichen und machen muss. Und das ist eigentlich auch an der Grenze des Perfekten, um das normal zu schaffen. Also das ist man so nicht gewohnt. Schade, schade, schade. Kommt denn jetzt schon der Moment des Antäuschens? Glaube schon. Leck mich doch in der Kniescheibe. Ich kann ihm auch keine verpassen, ne? Jetzt ist nur gelabert. Nach der vierten und fünften Phase wird dann auch wieder gelabert. Komm schon, wir müssen den Raketen ausweichen. Komm schon, komm schon, komm schon. Die kommen schneller, als man denkt. Wer ist Nathan der Weise? Unglaublich. Mein Gott, sind die schnell. Kann ich da irgendwas machen? Ich glaube aus... Ausweichen ist hier das A und O. Das ist nicht zu glauben. So, am Ende der zweiten Phase. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Habt noch drei oder sogar vier Schmetterlinge. Komm Leute, jetzt oder nie. Ich dreh bald wirklich durch. Gib auf, du Stück Schrott! Ich bin der König der Gleise! Du bist nicht Nathan der Weise. Ein paar Raketen werden dir Manieren beibringen. So, ich weiß ja auch, wie ich mit den Raketen umzugehen habe. Bei den anderen muss ich wahrscheinlich bremsen. Probier! Oh Gott, komm aber echt schnell angeschossen. So. Jetzt feuer der drei ab, ne? Warum sind jetzt in so Intervallen? Hä? Also es kann variieren. Oh damn it. Irgendwie habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Okay. Die sind für mich weniger das Problem. Oh nein. Ein weiteres Mal habe ich es geschafft, in die dritte Phase dieses Kampfes vorzudringen. Leider nur noch mit zwei Schmetterlingen, aber Versuch macht. Ich halte lieber noch ein bisschen die Backen. Es ist wirklich Anstrengung mit diesen Raketen. Eine, ist klar. Anfang ist immer eine. Komm aber auch angebraust. So. Na gut, immerhin viele Treffer. Muss ich denn noch irgendwas machen hier, oder? Wenn es weitergeht, werde ich es nicht rausfinden. Okay, die mit den Intervallen kann ich so aus dem Weg gehen. Und speeden tue ich bei denen. Hab ich's! So sollte das nicht enden. Dovi kann nicht glauben, dass er von einem grünen Dachs und seinem lila Drachen besiegt wurde. Passt schon. Grüner Dachs, würde ich gern sehen. OMG, Leute. Oh, das war so anstrengend. Mit Abstand das Schwierigste in diesem Spiel bisher. Gut gemacht, Leute. Dieser Dovi-Typ ist weg von den Gleisen. Kommt wieder, wenn ihr zum Spaß nochmal eine Edelsteinbahn fahren wollt.
Niemals. Oh mein Gott, ich werde das auch irgendwie zusammen schnibbeln müssen. Mann, so oft war ich schon so kurz davor zu siegen. Kannst du mir nur so vor, der ist gerade total verzogen. Was zum Teufel ist mit ihm los? vielleicht bin ich einfach nur betrunken. Hier geht's im nächsten Part weiter. Danke fürs Anschauen und... Was stimmt mit ihm nicht? Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Oh mein Gott!